Jo, hallo Leute, ich begrüße euch ganz recht herzlich auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Kai Stüven von der Firma Stüven KFI in Norderstedt und ich möchte euch heute das neueste Familienmitglied von Alpine vorstellen, das ILX 700. Ja, das ist ein CarPlay-fähiges Gerät und kommt jetzt kurz nach dem Erscheinen des Pioneer-Gerätes auf den Markt. Pioneer war ein bisschen vorher am Markt und keiner von Pioneer hat damit gerechnet, dass das Gerät einschlägt wie eine Bombe. Das Gerät ist gänzlich ausverkauft. Ist natürlich jetzt ein bisschen unglücklich in der Vorweihnachtszeit. Das Geschäft wird Alpine den natürlich abluchsen. Und einen guten Zeitpunkt gewählt. Glückwunsch an Alpine. Ja, was kann das Gerät, was das Pioneer-Gerät nicht kann, ist nicht das Thema in meinem heutigen Video. Das machen wir in einem zweiten Video, denn ich möchte euch nichts erzählen, was ich nicht selber ausprobiert habe. Deshalb wird Björn heute das Gerät bei mir in meinem Honda CRV einbauen und dann gehe ich auf Probefahrt. Und dann gucken wir mal, wie sich die Geräte verhalten. Was ich im ersten Augenschein gleich mal, was mir aufgefallen ist, ist die geniale Einbautiefe von dem Alpine-Gerät. Wenn ihr zum Beispiel einen Golf 7 fahrt oder ein Wohnmobil oder ein Klassiker oder ein Boot habt oder irgendwie das in Möbel einbauen wollt, das Gerät hat eine geniale Einbautiefe. Das Ding passt definitiv überall rein. Und was ist natürlich noch, das hat ein wunderschönes 7-Zoll-Display, ist ein bisschen größer wie das Pioneer-Gerät, das lässt Alpine sich natürlich auch bezahlen. Angedacht sind hier 599 Euro, das Pioneer-Gerät kostet 429 Euro, ist natürlich schon günstiger, aber wie gesagt, Schönheit hat seinen Preis und das Gerät sieht wirklich geil aus in der Front, das kann man nicht anders sagen. Was mir auch noch aufgefallen ist, verfügt über keinen HDMI-Eingang, so wie das Pioneer-Gerät. Ich denke mal, da können viele von euch sicherlich drauf verzichten. Auf einen zweiten USB kann ich persönlich auch gut verzichten, das hat das Gerät auch nicht. Dafür hat das Gerät einen Eingang für die CAN-Bus-Interfaces, dass ihr die Klimadaten und die Parksensoren zum Beispiel bei VW anzeigen könnt. Das finde ich sehr gut gemacht. Ist optisch bei Alpine auch toll gemacht. Das kennen wir ja schon vom X800 und von den anderen Alpine-Geräten, die mit den systemfähigen CAN-Bus-Adaptern aufgerüstet werden können. Ja, jetzt habe ich genug gequatscht. Jetzt packen wir das Gerät mal aus und schauen mal, wie das aussieht. Vielen Dank für euren Besuch auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, diese Woche noch ein paar Videos von Probefahrten nachliefern zu können. Ich denke mal, dass Ende der Woche habt ihr ein zweites Video von dem Alpine-Gerät. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert meinen Kanal bitte. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten bei YouTube in die Beiträge rein. Könnt mich auch gerne anrufen unter 0172 4090295 oder ihr schickt mir eine Mail unter info@kaistüben.com. Vielen Dank, euer Kai.